Ja, Mahlzeit und willkommen bei uns auf dem Kanal. Wer das letzte Video verfolgt hat, hat gesehen, dass der Marc das Ganzfeldexperiment gemacht hat. Und dieses teste ich jetzt auch. Beim letzten Mal lag der Marc hier, hatte das rote Licht auf die Augen, ein weißes Tuch vor den Augen, damit das Licht diffus wurde, und hat über die Kopfhörer weißes Rauschen gehört. Dieses Mal bin ich dran. Dieses Mal lege ich mich hier hin, um zu schauen, ob mein Körper die gleichen Stresshormone ausschüttet wie beim Marc. Definitiv. So, Brille ausziehen, Onkel, pass Ja, auf, der drückt mit der Kopfhörer. wenn wir das hier, pass auf. Da sehen wir nur die Ehrenklimaanlage hier stehen. Die Klimaanlage, Die ohne die alten, läuft, und die läuft alten nichts. Packstoffe in ihr. Und dicht die Dinger, ne? Was? Sehr dicht die Dinger. Was? Wieso dicht sind die auch nicht? Man hört Also nicht viel. ich habe die ja selber auch. Ich habe ganz vergessen, wie dicht die sind, ne? Man muss richtig laut reden. Man hört ja ganz dumpf nur, ne? Ja, also mich nehme ich nur noch mit Kopfstimme wahr jetzt. So. Bin gespannt. Ein Schwerpunkt immer noch der gleiche? Ja, immer dasselbe Muster. Also sieht schon sehr gut aus, wie du da liegst. YouTube, was ist hier YouTube? Die App, du Fool. Ja, ich Die hab schon. YouTube-App. Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Also Martin sucht jetzt gerade auf YouTube-App. Verlauf, 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 Verlauf. Was ist denn der oberste Verlauf? Ja, hab ich schon. Ja, ich hab kein Android, ich habe ein iOS-Handy, da ist das ein bisschen anders aufgebaut. Ah, ist ja auch YouTube doof. Ja, aber Jetzt es ist mal anders, ein bisschen anders aufgebaut. Play, ja. So, Play. Okay, machst du die Funzel an, Onkel? Ja. Und ich muss mal ein bisschen runterrutschen, weil ich weiß bei dir, das Kabel war zu kurz. Ja klar. Ich letztens schön mit den Händen habe mir die Mühe gemacht. Warte, wir müssen einmal die Fernbedienung holen, das ist noch weißes Licht. Wir müssen mal die Fernbedienung holen. So. Du musst schauen, dass du reinschaust, ne? Reinschauen. Marlin, reinschauen. Reinschauen. Was? Ja, so leise bin ich auch nicht. Du sollst ins Licht gucken, du Vogel. Genau so. Stabil. Ich höre dich nur gar nicht zu. Ja, sag ich doch. Also Martin hat jetzt auch das rote Licht drauf. Normalerweise nimmt man Tennisbälle, so Tischtennisbälle, legt die auf die Augen. Es geht nur darum, dass das rote Licht nicht direkt auf die Pupille strahlt. Und dazu noch ein weißes Rauschen. Wir nehmen einfach jetzt von YouTube, da gibt es ganz viele Audiospuren. Sieht zwar aus, als wenn er gerade irgendwie vom Himmel gefallen ist mit seinen schwarzen Socken. Das klingt interessant mit meinem Tinnitus zusammen, das Rauschen. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Blut durch die Ohren hören fließe. Also kann dauern. Bitte? Ist echt taub, Alter. Nee, das mein Tinnitus und das Rauschen zusammen ist, glaube ich, irgendwie nicht ganz gut. Ich verstehe dich ganz schlecht. Wie geht es dir? Also ich entspanne gerade total.
Der Tinnitus von mir ist fast weg. Ich liege jetzt hier ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten. Bei Marc sind Stresshormone freigesetzt worden, die seinen Körper zum Zucken gebracht haben. Bei mir war das wahrscheinlich durch meinen Tinnitus, ich habe einen beidseitigen Tinnitus, war das weiße Rauschen für meinen Kopf Entspannung pur. Dadurch, dass der Tinnitus immer weniger wurde und ich ihn kaum noch wahrgenommen habe, konnte ich komplett entspannen und runterfahren. Also das krasse Gegenteil zu dem, was bei Marc passiert ist. Willst du nochmal probieren? Wir können das, ja, die Frage ist, ob sich das ändert. Weil ich habe jetzt meinen Tinnitus wieder voll und jetzt stresst mich mein Tinnitus gerade. Vielleicht nimmst du einfach mal eine Schicht weniger vom Tuch, ich habe keine Ahnung. Wir können es einfach ausprobieren. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Also, ich mache einfach Platz hier. Warte, läuft. Ja, wie lange waren wir denn jetzt gefilmt? Haben 8 Minuten oder so? Ja. Bin ja fast eingepennt. Also gefühlt waren es bei mir so 15 Minuten. Ja, wir schneiden das dann einfach dann so, dass die Leute sehen, dann waren jetzt nicht 8 Minuten, guckt ja eh keiner. So. So, dann machen wir das mit dem Tuch. Dann musst du das Licht wieder an, Onkel. Ja. Mach mal. Vielleicht ist es für dich anders, dass du das nicht ganz so diffus brauchst. Ich denke mal aber auch dadurch, dass ich den Tinnitus habe und weiß, dass Rauschen ja bei Tinnitus helfen soll, dass das bei mir ja ganz anders wirkt als bei dir. Ja, ist das hell. Ja. So, ich setze die Kopfhörer wieder auf. Du siehst aus wie meine Oma. Du musst jetzt ein bisschen lauter sprechen. Ich verstehe dich kaum noch. Also jetzt kriege ich von dem roten Licht definitiv mehr mit. Okay. Warte, ich muss das mal ein bisschen höher machen. Ja. Du siehst aus wie ein Spuk, ey. Spuk. Du siehst aus, als wenn du gestorben bist. Nee, ich bin gerade voll entspannt. Also ich muss sagen, Was hast du denn verstanden, was ich gesagt habe? Bitte? Was du verstanden hast, was ich gesagt habe. Dass ich das hier aussehe wie tot. Okay. Habe ich das oder habe ich das falsch verstanden? Mach mal weiter, ne? Wenn es so lange dauert, machen wir wieder einen Schnitt rein. Alter, das ist entspannt. Oh. Er ist gepennt? Ich glaube, ich bin kurz weggedöst. Okay, ich penne mal. Also, für mich war das im Gegensatz zu Marc äußerst, äußerst entspannt. Ich bin wirklich weggedöst. Meinst du, liegt am Tinnitus? Ich gehe mal schwer davon aus, dass es bei mir am Tinnitus liegt, weil mein Körper ist halt die ganze Zeit durch den Tinnitus einen Stress ausgesetzt. Und mit dem Rauschen gerade hast du den Tinnitus gar nicht mehr wahrgenommen. Der war so wie weggeblasen, so. Als wenn er gar nicht da gewesen wäre. Und ich habe gemerkt, wie der Körper so langsam richtig runtergefahren ist. Also ich habe jetzt mitgenommen aus diesem Experiment, dass ich das zu Hause mal ausprobieren werde, mir Kopfhörer aufsetzen, weißes Rauschen und dann mal ins Bett gehen. Gucken, ob ich dann besser schlafe. Also haut rein, bis zum nächsten Teil.